Liebe Schwestern und Brüder, du sollst Hausaufgaben machen, du sollst die Kaninchen füttern, du sollst nicht fernsehen. Als Kind und Jugendlicher müsste ich mir oft solche Sätze anhören. Und manchmal war ich ziemlich genervt. Aber auch heute reagiere ich gelegentlich allergisch, wenn jemand meint, mir vorschreiben zu müssen, was ich alles darf oder eben nicht soll. Du sollst nicht, diese Worte begegnen uns auch im Buch Exodus, nämlich bei den 10 Geboten. Heute am dritten Fastensonntag hören wir in der Lesung davon. Doch hier geht es nicht um irgendwelche Vorschriften, die unseren Handlungsspielraum eingrenzen wollen. In den 10 Geboten bekräftigt Gott den Bund mit seinem Volk. Und deshalb sind sie zuerst als Weisung für ein gelingendes Leben zu verstehen. Bei jedem Gebot müssen wir immer den Satz mitdenken, der als Einleitung über dem Ganzen steht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, aus dem Sklavenhaus. Das Volk Israel hat Gott als Befreier aus der Knechtschaft und Wegbegleiter ins gelobte Land erfahren. Ja, Gott ist konkret erfahrbar, damals und auch heute in meinem Leben. Wem das klar ist, der wird sich ihm und seinen Mitgeschöpfen gegenüber ganz anders verhalten, als jemand, der Gott überhaupt nicht kennt. Hören wir deshalb auf das, was Gott uns in den 10 Geboten sagt, und versuchen wir danach zu handeln. Denn dann werden wir merken, dass diese Gebote nicht weltfremde Vorschriften aus einer längst vergangenen Zeit sind, sondern tatsächlich Grundlage, damit Leben gelingen kann. Diese Weisungen Gottes werden uns ermöglichen, auf dem Weg zu bleiben, der uns sicher ans Ziel führt. Und deshalb sind sie heute noch aktuell, wichtig und wertvoll. Und so segne, behüte und begleite euch der gute, der treue und der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.